Hopp. Sehr gut. Hier müssen wir aufmachen, aber erstmal, wo ist der Satz? Unten ist er nicht. Okay, geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Dann legen wir los. Mein Handy klingelt, Leute. Mein Handy. Alles klar. Wir müssen aber nicht rüberschwimmen, oder? Was ist los, Charlie? Oh, Wasserschall wie ein kleines Kätzchen. Ich hasse Wasser. Wie konnte man nochmal tauchen? Weil der Satz liegt unten. Ah, so. Wartet mal. Hä, man muss doch auch irgendwie runtertauchen können, oder? Verkackt mit dem Schatz. Na egal. Okay, noch eins. Okay, und nochmal. Und dann dreht sich bestimmt auch der Globus. Ja, Nate ist immer der Einzige. Er dreht sich langsam. Lass doch mal den Globus drehen können. Jetzt wird es interessant. Hey, anscheinend lassen sich die Projektionen auf die Landmassen ausrichten. Na los, dreh ihn. Das lässt sich auf die Landmassen aus. Das da unten sieht aus wie Italien. Das obere Ding. Wartet mal. Da ist so ein Stern drauf. Da, seht ihr das? Da ist auch so ein Stern. Können wir das nicht noch anders drehen? So, und jetzt geht das nicht anders? Weil das ist ja schon richtig, nur... Ah, so. Gar nicht schlecht. Geschafft. Unglaublich. Das muss der Eingang zu den inneren Grüften sein. Komm schon. So, dann wollen wir mal hoch, ne? Wo kommen wir jetzt hoch? Hier? Ne, hier sind wir gekommen. Hä, wie sind wir denn letztes Mal hochgegangen? Müssen wir von da hinten rum?
Weil wo sind jetzt die ganzen Leute? Ah, ja, hier. Na bitte. Ich bin nach den ersten 10 Treppen schon erschöpft. Okay, wir suchen nach einem Rittergrab. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist er mit der anderen Hälfte des Amulets begraben. Ist er das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn! Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Das habe ich gesagt. Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er es gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da, siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen. Herzlichen Dank. Ah. Gut gemacht. Ihm ist es eh egal, er braucht die ja. Warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Er hat sie ja aufgemalt. Okay. Nichts wie weg hier. Such weiter. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg rausgibt. Ah, hier ist ein Luftzug. Ah, ja, ich spüre ihn. Sie steht Kilometer weit davon entfernt. Komm her. Woher wusste sie das? Ja, ja, ah, weibliche Intuition. Super, lass das eine Außenwand sein. Luftzüge und Löcher, das erspielen wir ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los. Ja. Der ist manch. Oh, vielen Dank, das nehme ich. Hier wird wieder geballert. Waffen runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Das glaube ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch, Hunter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz langsam. Okay? Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskerl! Hunter, schießen Sie endlich! Mit Vergnügen. Lauft! Lauft zum Turm! Los, los! Keine Kugeln mehr. Lauf! Was ist mit dir, Nate? Hast du Rückenschmerzen? Lehn dich doch nicht an die Wand, du Vogel. Fein, wenn du es wenigstens zwinkern können. Ich dachte ehrlich, dass du so leicht aufgeben würdest. Hättest du es wenigstens zwinkern können, sagt er. Ich wusste ja nicht, dass du so leicht aufgeben würdest. Ja, moin. Ah, oh, herrlich. Oh, oh. Oh, shit. Na los, Cutter! Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, was? Geben Sie her. Leck mich. Ah! Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese miesen Schweine. Jetzt hat er auch beide Hälften. Auch da ist dieses Stück Scheiße. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Ja, klar. Nein. Wirklich? Tu das nicht. Sie hatten Potenzial. Jetzt... Tja.
Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Nein! Beeilung! Los! Wäre auch lieber gesprungen, hätte mir die Beine gebrochen, bevor ich sterbe oder verbrenne. Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Es ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate? Sieh mal. Oh, was zum Teufel! Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen. Hab ihn! Gebt uns Deckung! Okay. Los! Wie ist das möglich? Ich hab ihm doch seinen beschissenen Schnöselanzug komplett durchschnittert. Ja, ihr habt gesehen. Er muss zu einem Arzt. Kannst du mir mal was sagen, wie ich jemanden Deckung geben soll, wenn ich nicht mal eine Waffe hab, Alter? What? Ich wäre schon fast tot gewesen jetzt. Nate! Ich bin ja Nate! Wie ist das möglich? Nate! Ich hab ihn doch! Ein Hinterhalt! Was machst du, Nate? Du hast keine Waffe! Wieso wehrst du den nicht einfach? Er muss zu einem Arzt. Lass dich hier was finden. Nate, ich verstehe gar nicht, was los ist. Nate, dreh dich doch. Oh, die Clowns mit ihrem Schild schon wieder. Der hat aber auch ein 1AM hinter dem Schild, wa? Da hinten steht noch einer. Tja, hat sich ausgeschildert. Hier! Komm, werf noch eine Granate. Zu weit. Genau zu mir. Oh, war doch gar nicht so schlecht. Jo, werf, werf, los, los. Und bitteschön. Schade. Schade, dass die Dinger nicht noch weiter gehen, ne? Oh, Granate. Munition. Was ist das Schwein da? Ah, wir sind hier am Anfang, guckt mal. Kann ich mit dem Schild? Hör auf, jetzt schon mit. Tschüss. Das Schild ist voll cool gewesen. Hilf mir mit der Tür! Schrei mir nicht an, ich komme ja schon. Okay, kommt schon, Jungs. Sorry, Charlie. Puh,
Uiuiui. Vorsicht, da sind noch mehr. Ach Mist. Wo zur Hölle kommen die immer her? Haben die so eine Fabrik für die Dinger? Werden die hergestellt? Mal ehrlich jetzt, Leute. Werden die irgendwo hergestellt, die Gegner? Und bitteschön. Wow, das hat der nichts gemacht? Das ist ja ärgerlich. Wäre geil, wenn er nochmal eine Granate wirft. Ja, jetzt ist ihm was runtergefallen, wa? Gesehen, wie er da steht, er macht so. So schießt er. Das ist kein Wunder, dass der nichts trifft. Dieser Otto. Wo willst du denn hin? Hier oben steht doch ich. Nicht, dass hier wieder aus irgendwelchen Ecken wieder 40 Leute kommen. Komm schon, wir müssen hier raus. Okay, komm. Nur noch ein bisschen. So, Leute, in 5 Minuten, ne? Gehen wir rüber einmal kurz. Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Demo von Cyberpunk. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Und danach geht's weiter mit Uncharted, wenn die Demo nicht zu lange dauert. Wenn sie jetzt 50 Minuten dauert, dann nicht. Dann kommt Nefias nur am Ende nachher noch mit Overwatch und dann ist vorbei. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Ich hasse Verfolgungsjagden mit Autos. Ja, ja. Hier hin. Okay. Dabei muss man immer so schnell aimen. Das kann ich nicht. Okay, ich mach das. Kümmere dich um ihn. Oh, da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lass die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du schon einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin.
Hey, Sully! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Ach, das mögen die. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar, zumindest jetzt noch nicht. Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Geil. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, ja, sie meint dich. Mit den Händchen. Mit dem Händchen halten. Also was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst ihn noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich hab endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich sprech nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Typisch Frauen, ne? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das immer kannst gemein. Du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. So, danke fürs Zusehen. Falls ich nicht mehr da bin, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir hosten jetzt rüber zu CD Projekt Red und werden uns Cyberpunk ansehen. Also, bis gleich. Tschüss.